Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem Adventskalender 2020. Mit vielen Ideen rund ums Thema Weihnachten. Mit Karten, mit Verpackungen, Geschenkideen, Krippen to go und mit tollen Deko-Ideen für euer Zuhause. Schaut gerne auch bei meinem Adventskalender 2019 vorbei, den verlinke ich euch oben unter dem weißen i. Dort könnt ihr ganz viele tolle Kartenideen mit passenden Verpackungen entdecken und was man Schönes verschenken kann. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen und beim Nachbasteln. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir machen heute in unserem Adventskalender eine bisschen Deko und ihr seht es schon. Wir machen einen Stern und der sieht, finde ich, total pompös und aufwendig auf, aber der ist so, so einfach. Den könnt ihr super mit Kindern basteln oder einfach auch schnell mal eben, wenn man wirklich nur 5 Minuten Zeit hat, kann man den ganz toll basteln und kann den dann eben schön aufhängen. Und was auch total cool ist, ist, wenn man jetzt, wenn die Wintersaison vorbei ist, die Weihnachtszeit, kann man den natürlich, wenn man das Schleifchen hier aufmacht, einfach komplett platt falten und kann den super verstauen und dann im nächsten Jahr einfach wieder aufklappen, ein Band umwickeln und aufhängen. Also, vielleicht kennt ihr den auch schon. Ich glaube, der ist ziemlich bekannt. Das ist einfach so ein Butterbrottüten-Weihnachtsstern und ja, wirklich total schnell gemacht. Und ich habe ein paar Tipps für euch und zeige euch jetzt, wie das Ganze funktioniert. Also, ihr braucht dazu solche Frühstückstüten. Und auf dieser Anleitung, das ist ganz witzig, ist hinten sogar schon drauf, wie das Ganze funktioniert. Das ist ein bisschen anders als den, wo ich jetzt euch zeige, aber nur minimal. Und das fand ich total witzig, dass es sogar auf den Frühstückstüten hinten mit drauf steht. Genau. Also, ich habe hier nochmal eine Anleitung. Die ganze Idee dazu ist von einer lieben Arbeitskollegin von mir. Die hat mir den vor ein paar Jahren mal gemacht und gezeigt, wie das funktioniert. Und das fand ich so cool und wollte ich das unbedingt zeigen, schon vor Jahren. Und deswegen ist es jetzt höchste Zeit, dass wir mal loslegen hier. Und sie ist total süß gewesen und hat mir da alles schon quasi hergerichtet. Also sie hat mir so ein Muster gemacht, wie man das Ganze dann schneiden kann. Und das verwenden wir jetzt auch im Video. Und an der Stelle sage ich nochmal ganz lieben Dank, vielen, vielen lieben Dank, liebe Petra. Das freut mich total. Und ich zeige euch, wie das Ganze funktioniert. Also, es reichen im Prinzip 8 Tüten. Auf dieser Anleitung sind es 14 Tüten und auf dieser Anleitung sind es 10 Tüten. Die ihr verwenden könnt. Also ihr könnt es so ein bisschen machen, wie ihr wollt, aber 8 würden im Prinzip reichen. Ich mache es jetzt auch mit 8. Und bei diesem Teil habe ich es mir jetzt einfach schon zusammengeklebt. Bei diesem habe ich das Klebeband schon drauf gemacht. Und bei einer machen wir es jetzt einfach zusammen. Also ich schnappe mir jetzt mal hier eine von diesen Butterbrottüten oder von diesen Frühstückstüten. Und das Einzige, was ich mache, ist, dass ich mir Kleber aufbringen muss. Und ich schnappe mir jetzt tatsächlich das Abreißklebeband. Ihr könnt es aber auch ruhig mit so einem Printstift machen, mit so einem, wo man halt in der Schule hat. Also diesen typischen Kleber, würde ich jetzt mal sagen. Und dazu müsst ihr euch nur unten einmal in diese Richtung und einmal in der Mitte ein bisschen Klebestreifen aufbringen. Oder eben, wie gesagt, ihr macht es mit diesem Printstift. Das geht ganz genauso. Wenn man das jetzt nicht so gut sieht, auf der Anleitung sieht man es hier ganz gut. Hier ein bisschen Kleber, hier ein bisschen Kleber. Und wie gesagt, mehr als so einen Printstift, eine Schere, die Tüten und ein Band und ein Locher braucht ihr nicht dafür. Also das ist wirklich easy gemacht und kann jeder nachbasteln, egal wie bastelerfahren er schon ist oder nicht. Oder wie viel Ausrüstung man hat. Ich nehme jetzt hier diese Schutzfolie ab von diesem Klebeband. Bei dem Printstift fällt es natürlich weg, aber ich muss gestehen, ich habe gar keinen. Ja, tatsächlich. Und jetzt klebt man sich einfach diese Tüten, legt man die schön aufeinander und klebt die einfach zusammen. Bei der nächsten Tüte habe ich es jetzt schon drauf gemacht. Mache es jetzt wieder so, nehme mir diesen Klebestreifen einmal ab, diese Schutzfolie, die da drauf ist, und klebe mir den nächsten drauf. Also hier achte ich nur darauf, dass es eigentlich schön aufeinander liegt, dass da nicht so viel übersteht, damit es halt nachher ein schöner Stern wird. Aber wie gesagt, ihr könnt es auch super mit Kindern machen. Und wenn ihr so einen Printstift habt, dann kann man das, glaube ich, auch noch ein bisschen verschieben. Und das kriegt jeder hin. Und diese Klebefolie, diese Schutzfolie will manchmal nicht abgeben. Und hier habe ich eben schon die restlichen alle schon aufeinander geklebt. Die klebe ich mir jetzt da noch drüber. Und dann habe ich jetzt in meinem Fall, glaube ich, sogar 9 Tüten. Aber wie gesagt, mit 8 wird es auch gehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 an. Ich habe jetzt 8 Tüten, so wie ich es euch gesagt habe. Und das wird jetzt gleich unser Stern.
Und dazu könnt ihr euch entweder aus einem ein Muster schneiden, so wie das hier, dass ihr euch das dann jetzt hier auflegt. Und hier einfach mit Bleistift euch das einmal anzeichnet und danach schneidet. Genau. Oder so wie hier, die Petra hat mir da tatsächlich so eine Vorlage gemacht, das finde ich total mega cool. Mit Tonpapier, dann seht ihr das auch besser. Ich habe das jetzt nur noch beschriftet. Könnt ihr euch einfach so ein Dreieck aufmalen und könnt es jetzt drauflegen und anzeichnen. Oder ihr macht es einfach per Hand. Geht natürlich auch. Also, aber wie gesagt, ich möchte es natürlich schon ein bisschen mit Vorlage machen. Bin ja eigentlich schon immer eher die genauere. Genau, ich lege mir das jetzt an, zeichne mir das einmal ab und zeige euch gleich diese Vorlage. Die könnt ihr nämlich super selber machen. Ich habe jetzt unten ein Maß von 12,5 cm, die Höhe ist 10,2 cm und jede Seite hat 12 cm. Und so, wenn ihr euch so eine Vorlage einfach aus irgendeinem Restpapier zuschneidet, dann könnt ihr das super machen. Und jetzt gucken wir mal, also wir brauchen natürlich eine gute Schere, ob wir die alle gleichzeitig durchschneiden können. Ja, das geht. Das ist wirklich die zeitsparendste Option. Aber seht ihr mal, ich habe hier nicht schön geschnitten. Das Butterbrotpapier ist natürlich auch ein bisschen also nicht sehr stabil. Deswegen legt sich das dann nicht so schön übereinander. Okay. Also ich möchte schon schön schneiden hier. Da muss ich nochmal ran. So. Wenn ich das jetzt so sehe, würde ich jeden Stern einzeln schneiden. Ich habe das jetzt vorher auch noch gar nicht ausprobiert. Und jetzt halte ich mir das hier wieder gut fest und schneide mir noch in die andere Richtung. Okay. Nochmal. Wie das jetzt ist, wenn wir es hier so lassen, das können wir eigentlich so lassen. Also da muss man gar nicht so genau rum, wenn es so leicht abgeschrägt ist, seht ihr das hier, dann sieht es trotzdem gut aus. Das fällt dann gar nicht auf am Ende. Wow, der ist toll, oder? Der ist mega schön. Das ist so einfach und so ein tolles Ergebnis. Das ist echt cool. Also ich würde es hier gar nicht mehr so genau nachschneiden. Wenn das hier so ein bisschen schräg ist, dann macht das nichts. Das sieht man nicht. Wenn der Stern aufgeklappt ist, weiß man da gar nicht mehr, wo was ein bisschen anders ist. Also das passt genauso. Jetzt schauen wir uns noch die Rückseite an. Da habe ich ja nochmal nachgeschnitten, ob da irgendwie was auffällt. Nee, die ist auch super. Kann sein, dass man da mal so einen leichten Zacken drin hat, so wie hier, seht ihr das? Also wenn ihr ganz perfekte und ganz genaue Sterne haben wollt, dann schneidet euch jede Tüte oder vielleicht zwei auf einmal einzeln durch. Aber ansonsten könnt ihr das so machen und wenn ihr es wirklich schnell haben wollt oder wenn ihr es, ja, ihr könnt ja auch nur drei aufeinander legen und dann schneiden. Ich glaube, das wäre so eine bessere Lösung. Einfach drei auf einmal nehmen und dann schneiden. Okay, und dann schnappe ich mir nur die letzten zwei Stücke, also diese Spitze und diese Spitze. Die ist bei mir jetzt auch nicht mehr spitz und das liegt wahrscheinlich an den vielen Nachschneiden. Das ist der Fehler gewesen wahrscheinlich. Gucken wir mal, ob ich das ein bisschen spitzer hinkriege. Oh, oh. So. Und da mache ich es jetzt so, dass ich mir eben nur diese letzte Seite und die erste Seite zusammennehme und einmal mit meiner Cropper-Dial ein Loch reinmache. Die Cropper-Dial, die verlinke ich euch unten in der Infobox. Das ist so eine Stanze, wo man nieten kann und eben auch lochen kann. Die mag ich sehr, sehr gerne. Aber ihr könnt auch natürlich auch jeden handelsüblichen Locher nehmen. Also das ist gar kein Ding. Und da fädelt ihr euch einfach ein Band durch. Was nehme ich denn für ein Band? Ich habe jetzt hier einfach so ein getupftes Tüllband. Das finde ich ganz hübsch, weil das eben so weiße Tupsen drauf hat und es ist so ein bisschen wie Schneeflocken. Ich schneide mir das auf eine bestimmte Länge ab, also dass ich es auch noch schön aufhängen kann dann nachher. Und fädle mir das jetzt einfach hier durch meine zwei Löcher. Und mache mir hier sozusagen noch meine Halterung hin. Hier empfiehlt sich auf jeden Fall auch ein dünnes Band zu nehmen, da kann man noch besser fädeln, weil das Papier, dieses Pergamentpapier, das ist schon sehr, sehr dünn. Also mit so einem dicken Band, wie ich jetzt habe, da muss man vorsichtig sein, dass es nicht reißt. Also ein dünnes Band ist vielleicht da ein bisschen geschickter. Ich wollte eben diese Fluffigkeit haben, deswegen habe ich mich für das Band entschieden, aber
Genau. Und ich lasse das auch hier, knote ich mir das jetzt nicht irgendwie an, sondern ich mache einfach hier oben einen Knoten da rein, damit ich das dann nachher schön aufhängen kann. Und damit ich das aber nach der Weihnachtsdeko-Saison wieder flach zusammen machen kann und dann ja, nicht so viel Platz für Deko brauche. Das ist ja das, wenn man so große Sterne hat, dann muss man immer einen Platz auch haben. Und als kleinen Tipp von der Petra noch, man könnte hier in die Mitte auch noch so eine Schneeflocke draufkleben, wenn man das möchte. Oder man lässt es einfach so. So sieht das Ganze dann aus, wenn es hängt. Ich finde, das ist total mega schön. Ich finde diesen Effekt total toll. Und ich bin echt erstaunt, dass das so einfach und schnell geht. Also das ist wirklich cool. Total witzig gemacht. Ja, ihr Lieben, also ihr habt es gesehen, ihr könnt euch die einzeln schneiden, ihr könnt euch die vielleicht so in Dreierpacks schneiden, das habt ihr jetzt gesehen, wie das am besten sich entwickelt. Ich habe jetzt hier eben einen Stern, der hat, glaube ich, ich gucke mal, wie viele Tüten der hat, ich glaube, der hat weniger. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Der hat eben nur 7, der ist auch ein bisschen kleiner, finde ich, so von der Wirkung. So könnt ihr euch auch verschiedene Größen machen und eben diese großen, die sind so groß, ich kriege die gar nicht wirklich ins Bild. Ich räume mir das mal hier an der Seite weg. Aber ich muss euch das unbedingt zeigen, weil ich das so eine tolle Idee fand. Die sind so fluffig und schön und weiß und also toll, die passen in jede Wohnung. Super schnell gemacht und auch ein süßes kleines Geschenk. Und wie gesagt, auch mit Kindern perfekt bastelbar. Ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaut die nächsten Tage auch vorbei. Also hier geht es natürlich immer auf, aber wenn es dann mal hängt, dann ist es, hängt es sich auch ganz gut aus, dann ist es schon zusammen. Und zur Not könnt ihr immer noch auf die Rückseite so eine kleine Büroklammer oder so machen, dass es noch, falls es nicht heben sollte. Aber ich glaube, wenn es hängt, dann passt es, dann hängt es sich ganz gut aus. Vor allem bei 8 Stück. Bei 8 Stück, finde ich, schließt sich es automatisch schon gut. Bei 7 ist es vielleicht so, dass man hinten noch die Klammer hin machen muss. Aber ja, also das sind so meine Tipps noch für euch. Ich mache jetzt da mal eine hin. Ich habe nämlich gerade eine da. Ein tolles Bild hier. Seht ihr, also man sieht die vielleicht ein bisschen, aber mit 8, finde ich, geht es automatisch, dass es gar nicht mehr aufklappt. Dann sind es einfach genügend Sterne. Und ihr könnt natürlich, wie gesagt, auch das mit 10 oder mit 12 oder 14 ausprobieren. So waren auch die Beschreibungen, die ich da überall so entdeckt habe. Und könnt ihr gucken, was euch am besten gefällt. Da könnt ihr euch austoben. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch auch viel Spaß bei den weiteren Türchen, die aufgehen. Schaut gerne vorbei. Es kommen ganz tolle Ideen, wie ich finde. Und ich freue mich auf euch. Wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert einfach den Kanal, drückt dabei diese Glocke. Und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Fürs Schlussbild mache ich hier noch eine Schneeflocke drauf. Ihr könntet das mit einem Tupsenkleber einfach so ein bisschen da drauf kleben. Wer es haben möchte, ist auch noch eine ganz süße Idee. Kleine Schneeflocke oder ein kleines Sternchen oder so, was man halt findet. Genau, auch gerne in Glitzer oder in Farbe, kann man natürlich auch kombinieren. Genau. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss.